Spiele, da man dazu keine genauen Informationen hat. Ich würde aber empfehlen, diese Spiele vorzeitig nicht zu betreten. Dieser Hacker arbeitet mit der Methode, wenn du in das jeweilige Spiel, das er gehackt hat, betrittst, wirst du in einen anderen Server teleportiert. Diese Server ähneln auch ein wenig dem Originalspiel. Die Chance, in so einen Server reinzukommen, ist 50-50, da man keine genauen Informationen dazu hat. Dieser Server ist an dem Sound zu erkennen, der beim Teleportieren zu hören ist. Das ist der Sound, aber in diesem Moment ist es wahrscheinlich schon zu spät. Nachdem du in diesen Server teleportiert wirst, wird ein Klon des Hackers zu dir gehen. Dies geschah laut den Erzählungen der Betroffenen. Dieser Hacker wird auf dir springen und auf dich draufkacken und dieses Lied singen.